Und er ist wieder in einem Dekanat unterwegs, lernt sein Bistum weiter kennen. Bischof Stefan Oster tourt 3 Tage lang durch Freyung-Grafenau. Schwerpunkt am 1. Tag Waldkirchen. Am 2. Tag ist er rund um das Tor zum Bayerischen Wald, Grafenau, unterwegs. Nachdem er in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt unter anderem den Segen für die Jugendfußwallfahrt 2015 gespendet hat, besucht er den Marienkindergarten, zu 100% in Trägerschaft der Caritas. Bei uns im Marienkindergarten besuchen zurzeit etwa 1/3 der Gesamtkinderzahl Migrantenkinder im Kindergarten. Das heißt, es ist schon eine ganze Menge an Asylantenkindern bei uns beherbergt. Wir wollen dem Bischof heute zeigen, wie sich die Kinder bei uns integrieren und wie wohl sie sich fühlen bei uns im Haus und wie das miteinander funktioniert. Mit Spannung und Freude auf ihren Bischof gewartet haben die knapp 90 Kinder. Begrüßt haben sie ihn mit einem extra für ihn einstudierten Lied. Professionell geführt und in Begleitung von Dekan Kajetan Steinbeißer besucht der Passauer Oberhirte dann die Gruppen. Ein kleiner Einblick, wie Integration von ganz klein auf funktioniert. Es gibt keine Sondergruppen, die Kinder sind immer zusammen aus den verschiedenen Ländern. Ich glaube, sie kommen sehr gut in die Sprache rein. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen ein heikler Punkt, wie die religiöse Erziehung läuft. Aber da, so habe ich es verstanden, können die Eltern frei entscheiden von den Kindern mit dem Migrationshintergrund, ob sie, wenn sie jetzt nicht Christen sind, die Kinder da teilnehmen lassen oder nicht. Ich höre aber auch, dass die meisten Eltern das auch gerne möchten. Und ich habe einen ganz, ganz guten Eindruck von der Atmosphäre hier. Auf keinen Fall fehlen darf bei der Tour die Don Bosco-Schule in Grafenau. Das Sonderpädagogische Förderzentrum ist die nächste Station. Hier ist die Vorfreude auf Bischof Stefan besonders groß. Schließlich ist er ein Salesianer Don Boscos. Das für ihn komponierte Don Bosco-Lied hat Premiere. Und auch hier wollen die Schüler Bischof Stefan näher kennenlernen, laden ihn in ihre Klassen ein und stellen Fragen in einer Gesprächsrunde. Am letzten und 3. Tag seiner Rundreise ist der Passauer Oberhirte in Freyung unterwegs.